Schon wieder fünfstellig, du verrückter Hund. Ja, der NA, das NA-Projekt, Jungs, das war, glaube ich, die beste Idee, die ich jemals hatte. Wobei mir so viele Leute davon abgeraten haben, das zu machen. Weil das nicht gut ankommt. Das ist Low-Elo oder Smurf-Content. Das wollen die Leute nicht sehen. Aber Bullshit, jeder will das sehen. Und mir macht's Spaß zu spielen. Ich kann endlich mal lange Streams machen. Wir gehen Signature, Jungs. Cradle Sticks Mitte, Leute. Na? Das ist der einzige Skin, den wir besitzen. Und dann hier für Celerity und Gathering Storm, damit die AD-Werte hinter reinkommen. Der Signature Cradle Middle Sticks, Leute. NA, ich komme. So, ne, jetzt denken natürlich alle, wir gehen hier für AP-Werte, aber da habt ihr falsch gedacht. Wenn der Cradle Middle Sticks abgeht, ich spiele schon wieder gegen Brand, da haben wir letztes Mal auch gegen gespielt. Tyler One Fanboy hier. Ne, easy outtraded. Ja, wir haben den gar nicht outtraded. So, also ihr macht keinen Schaden mit Cradle Sticks, bis ihr 4 Items habt, ne? Das heißt, wir müssen hier ein bisschen farmen. Das wissen wir, aber weiß er es auch, ne? Das ist halt die wichtige Frage. Weiß der gefallene Jäger... Der gefallene Jäger... ob das ein Deutscher ist? Oh mein Gott, ich hab gehintet! Ah, da war schlecht, ne? Da haben wir in die Minions reingetradet, weil ich gierig war für den einen Auto-Attack nach Presti-Attack. Okay, wir haben ihn, Jungs, wir haben ihn. Commitment! Critical Eat! Oh! Ich dachte, ich brauche noch jetzt. Turbo End! Yay! Ihr maxt Q und E gleichzeitig und packt keinen einzigen Punkt in euer W rein. Okay, wir haben ihn. Ah, nein, wir haben ihn nicht. Shit. Der hat noch Flash, ne? Ein bisschen vorsichtig müssen wir jetzt sein. Wird er uns anflash wehen? No. Er hat Angst vor dem Cradle Sticks. Verständlich, ne? Können wir ihn diven? Ich glaube, wir haben das Potenzial. Wir sollten es nutzen, Jungs. Gehen wir ran. Wir gehen ran. Oh, Baby! Ja, what the actual fuck, ne? Da denken sich die meisten, wenn sie gegen den Cradle Sticks ran müssen. Der ist fertig mit der Welt, Ich hab immer so ein bisschen Angst, wenn ich bei den Amerikanern weiß man ja nie, ne? Wenn er jetzt gerade mit seiner Schrotflinte da sitzt, in Texas, und mir Rache droht, das kommt wahrscheinlich nicht so gut für mich, ne? Jetzt können wir hier einen Decker nehmen als nächstes. Der wird wahrscheinlich, im nächsten Game wird er wahrscheinlich selber Cradle Sticks probieren. Und dann wird er wahrscheinlich ein bisschen traurig sein. So. Ah, der Damage ist nicht so gut. Ne, wir brauchen jetzt erstmal nur Attack Speed, ne? Und dementsprechend ist der Damage dann nicht so geil am Anfang. Aber was ihr jetzt machen könnt mit Cradle Sticks ist, der Wraparound, ne? Ihr fängt hier den Back an. Und dann lauft ihr einfach um die Runde. Und die Amerikaner, die erwarten sowas nicht, ne? Die sind frontale Kämpfer. Das heißt, die wissen nicht, wie ihnen geschieht, wenn ihr dann einfach um die Ecke kommt mit eurer Party. Na, die sind sehr ehrenhaft im Kampf. Die gehen nur für die frontale Konfrontation. Und wir Europäer haben dann natürlich die Möglichkeit für den Backstab. Ah, shit, ich hab den Turret-Shot getankt. Das hätte ich überlebt. An den kommen wir nicht so leicht ran. Aber auch hier ist einfach wieder die Strategie, ne? Wir faken den Backport. Ne? Dann laufen wir strategisch um die Runde. Und auch dieser Spieler wird wieder nicht damit rechnen, was gleich passiert. Ne? Und dann geht er hier so rein. Leute, der Heal und Barrier. Ach du Scheiße. Und das ist diese deutsche Zusammenarbeit, ne? Ich verlasse mich blind, ne? Ich verlasse mich blind auf Kollegen Eddie030, ne? Blindes Vertrauen! So. Und deswegen sind wir in EO West die bessere Region. Genau deswegen. Der Sidestone Rush, Garen. Mit dem eingeflashten, die Justice.
Das ist eine gute Idee hier, Kollege. Justice Boys. So. Das wäre jetzt ein bisschen cocky. Also, der darf uns, der kann das mit der Ulti fast killen, ne? Oh mein Gott. Ja. Aber nur fast. Ne? Da war es wieder das blinde Vertrauen. Okay, und jetzt können wir roamen, ne? Eine weitere Strategie, die man auf Crittle Sticks nie vergessen sollte, ist die Roam Power, ne? Einfach hier hin. Und ihr müsst nicht mal die Ulti benutzen, weil die Ulti ist ein relativ wichtiger Cooldown, ne? Das heißt, was ihr hier machen wollt, ne, der Silence, der ist CC und er ist tot. Er konnte sich in dieser gesamten Zeit nicht ein einziges Mal wehren gegen uns, ne? Er konnte nicht einen einzigen Spell wirken. Jetzt hier in der Mitte, ne, gegen den Weiger. Ja, ihr seht den Crit-Schaden. Da war schon ein Crit jetzt mit dabei. Bei der Aktion. Ich hätte den durchlaufen lassen müssen, damit der es hier hinbekommt. My bad. Da wird schon ein Crit mit dabei an der Stelle. Und da kommt dann langsam der Damage dabei. Ne? Das kommt alles zusammen jetzt hier schon. Der Phantom, der PTA-Proc, ne? Zusammen mit den Crit-Werten. Ist immer wichtig, dass ihr auf euren Farm achtet, wenn ihr Crittle Sticks spielt. Crittle Sticks ist ein Pick, der Hyperscaling hat. Ne? Und dementsprechend solltet ihr nach Situationen auf der Map schauen, wo ihr praktisch Farm für euch halt vom Team abzweigen könnt. Ne? Weil ihr später das Carry-Potenzial habt. Ne? Hier zum Beispiel jetzt, ihr seht den. Ne? Was ihr jetzt macht, ist, ihr geht in den Busch, ne? Wartet, bis er für den Farm geht. Und dann hier wieder mit dem CC-Chain, den ich leider verkackt habe. Bleib stehen, bitte. Rapid Fire Proc. Nein, kein Crit. Ah, shit. Ich hab Rapid Fire ab. Hallo. Wunderbar, ne? Eingekreist, den Burschen. Ich meine, Crittle Sticks ist ein Champion, der für mich sich einfach über jahrelange Spielerfahrung herauskristallisiert hat. Und der jetzt zu meinem Repertoire gehört und nicht mehr wegzudenken ist. Ne? So. Weitere Power, ne? Wir opfern den jetzt hier. Und dann mit dem Wraparound wieder rein. Und jetzt können wir ihn retten, ne? Genau. Und dann können wir auch durch den Turret gehen mit dem Triumph Proc, den wir bekommen. Und können hier anfangen, die Wave zu nehmen. Und jetzt auch den Turret. Wir brauchen aber Solo-Gold von unserem Team, damit wir eben jetzt einfach hier energisch wegpingen. Energisch wegpingen. Soldat! Ganz genau, ne? So, jetzt kriegen wir hier nämlich die 250 Local-Gold. Exzellent, exzellent. Hier schon mal den Assist. Oh mein Gott. Schade, dass es nicht nochmal gebounced ist. Das wäre gut gewesen. Ihr denkt jetzt, also diese HP-Zahl sieht sehr gefährlich aus, auch auf Crittle Sticks. Ne? Normale AD-Carries könnten hier jetzt keinen Outplay mehr starten. Aber mit Crittle Sticks und den CC-Möglichkeiten, die er bietet, habt ihr Möglichkeiten, immer fürs Outplay zu gehen. Ne? Also hier zum Beispiel. So, ne? Das ist einfach, andere AD-Carries können nicht mehr fighten. Aber mit Crittle Sticks habt ihr immer Outplay-Potential. Und gerade gegen NA-Spieler ist das natürlich eine relativ leichte Angelegenheit. Ne? Das ist auch noch der Lee Sin. Ich denke jetzt, er killt uns, aber er ist CC. Ne? Wir müssen, in der Theorie hätten wir nicht mal laufen müssen vor dem Kick weg, wenn wir das korrekt gespielt hätten. Sondern wir hätten einfach stehen bleiben können und durchtanken. 10-1, ne? Möchte ich mal anmerken an der Stelle. So, ich glaube, den können wir überhaupt nicht killen. Wir machen leider keinen Damage an dem. Oder? Oh, halt, wir haben jetzt Infinity Edge. Auch eine weitere Stärke, der Gap Closer mit der Ult, ne? Normale AD Carries könnten jetzt nicht mehr rankommen. Aber während ihr die Ult channelt. Während ihr die Ult channelt, kriegt ihr euren Passiv-Brock. Und durch euren Passiv-Brock könnt ihr dann solche Gaps noch closen. Und könnt dranbleiben an sehr schwierig zugänglichen Targets, wie einen Garen zum Beispiel. Ist es, glaube ich, optimal, wenn nur die Morgana mit uns mitkommt. Und wir dann probieren, für einen Panther zu gehen. Dann sowas von tot hier. Shit. Ah, habe ich genug? Okay, wir werden genug haben, wenn wir in der Base warten. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt einen 2v5 Pen. Ich meine, ich weiß noch nicht, ob der Damage gut genug ist tatsächlich. Ich glaube, wir bräuchten vielleicht noch einen Bloodthirster oder sowas.
Wenn es beim Stream nicht mehr wird, solltest du auf Teleshopping als Verkäufer umsteigen. Das haben wir, also du würdest lachen, aber das haben ja schon viele vorgeschlagen, tatsächlich. Das ist aber ein sehr, sehr shady Business, ne? Weil du ziehst ja praktisch älteren Herrschaften primär Geld aus der Tasche. Da gibt es auch eine South Park-Folge dazu. Ich weiß nicht, ob das wirklich akkurat ist, dass da primär ältere Herrschaften kaufen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das der Fall ist. Wir zwei zusammen, da ist er schon. Einfach eine Blind-Ulti werfen. Das ist der Erste. Jungs, ihr sollt doch die nicht klauen! Ich bin doch ein Pinter! Verdammt, Ja, ist der Erste. Herkömmlicher AD-Carry gegen Critistix, ne? Scheiße. Da musst du aus dem Video schneiden, Karma. No! Dix, ne? Da musst du aus dem Video schneiden. Okay. Na, gucken wir mal, dass wir ab in die... Nice. So. Wo ist mein Deckshield? Ja, das ist ein schlechter Einstieg, ne? Da habe ich zu viel Leben verloren eigentlich. Der ist der Erste. Ich habe eigentlich gedacht, ich krieg da einen Blackshield, wenn ich reingehe. Okay. Er tickt doch den Turret! Nein, fuck. Ah, oh, so close, Mann. Woo! Der Critistix. Ich glaube, wir machen jetzt den Sack zu hier. Aber nice, schönes Game. Schönes Game hier auf jeden Fall. Ein richtig schönes Game. Zuschauerrekord gebrochen, Jungs. Wir brechen heute ständig Rekorde, tatsächlich. Wir brechen heute ständig Rekorde. Das ist die Frage, wie können wir den Critistix überhaupt noch toppen? Was können wir denn jetzt überhaupt noch spielen? Das ist echt so ein bisschen das Problem. 50 Gold haben wir auch noch bekommen. Nice!